Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, wir sind im Trojanswelt auf dem Weg nach unten. Der nächste Sprung führt uns wieder zu einem neuen Codex-Eintrag. Ich habe noch ein paar andere Bookmarks gesetzt und genau, wir haben, denke ich, ein bisschen was zu tun, die Folge. Letzte Folge habe ich ja noch die drei terraformierbare Planeten gescannt, beziehungsweise drei Planeten, ein Mond. Auf dem Mond bin ich auch gelandet. Da gab es wieder das Stratum Araneamus. Genau. Farbvariante kannte man schon, aber egal. Bin einfach gelandet, an der SIV ausgepackt und sind mit Dämme gescannt. Das war dann einfacher. Ja, 2,4 Millionen, aber ich habe gedacht, vielleicht gibt es einen neuen Codex-Eintrag. Gab es nicht, egal. Aber hier gab es einer. Weißer Zwerg vom Typ DCV. Sehr schön. So, und dann sind wir auch hier auch schon gleich fertig. Okay, hier ist noch ein. Einer will noch eine Extrawurst, wie ich sehe. So, ja. Nicht viel los hier. Na gut. So, machen wir mal weg. Dann, hier unten habe ich schon den nächsten markiert. 100. 100, paar 60. Ich klicke trotzdem nochmal hier durch. Eventuell. DCV. DCV haben wir doch schon markiert. Ne, da, das sind wir doch gerade. Moment. Ja gut, komm. Ne, DAV? DAV, ja, ist hier noch besser. So, das sind drei Sprünge. Wir gucken mal ganz kurz, wo er uns hinführt. Ja, das ist in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung. Da können wir einfach loslegen. Also müssen wir uns irgendwo komplett andere Richtung. Ah, hier. Da. Oh, der Nebel. Hier sieht man schön. Gucken wir uns aber irgendwann noch genauer an. Ja, was gibt's Neues? Punkto Elite nicht viel. Aber was man noch machen könnte, auch müsste, gab da ein paar Filme, damit man auch dann 23 mal abschließe. Was habe ich, das war noch letztes Jahr, also letzte Woche quasi. ich darf das ja eigentlich gar nicht zugeben, dass ich von dem Film bis ein paar Wochen vorher noch nie was gehört habe und dann auch noch nicht gesehen habe halt dementsprechend. Und zwar The Monster Squad. Wahrscheinlich schreit jetzt jeder von euch auf, wie, du kennst deine Film nicht. Ja, ich kannte tatsächlich nicht und wer ihn nicht kennt, unbedingt nachhole. Das ist quasi ein Goonies gegen Universal Monster, wenn man so will. Das ist ein Film aus der 80er, war so eine Gruppe von Kindern, also wirklich Junge. Die haben halt so ein Monster Squad gegründet. Wie heißt denn im Deutschen Monster Club oder so? Monster Busters heißt das genau. Also da ein bisschen auf Ghostbusters anspielen wollte. Geht halt darum, dass alle 100 Jahre kann der Dracula mit Hilfe seiner Monster die Weltherrschaft übernehmen. Also klassische Monster, ein so ein Typ aus dem Meer, ein Werwolf und was ist es noch? Dracula, der Werwolf, ja, auf jeden Fall ein paar Monster halt. So, an Anlehnung an die klassische Universal Monster. Ach so, die Mumie, stimmt. Die Mumie ist auch noch dabei. Genau, und die müssen das halt bekämpfen. Und der Film ist so verdammt charmant. Effekte von Stan Winston, also die Effekte sind geil. Besser als man es eigentlich erwarten sollte bei so einem Film. Es geht auch teilweise ziemlich gut ab. es ist immer noch jugendlich gerecht. Oh. Hier haben wir jetzt natürlich was schade ist. Ammoniak 7, ne, Ammoniak, ne, ne, da. Du, das siehst du nicht beim Landen nicht an. No way.
Nicht mit dem Schiff. Genau, also super charmant der Film und der macht einfach nur Spaß. Der geht auch nicht lang, der ist bequem runtergeguckt und ich fand ihn sogar besser als die Goonies. Also mir hat der Film richtig gut gefallen. Unbedingt nachhole. Dann habe ich auf Prime habe ich Falling Down geguckt. Auch ein bisschen älter, kennen da wahrscheinlich Michael Douglas. Der Film, wo er halt einfach so die Nerven verliert und dann Amok läuft. Ja, war auch schade, dass ich den jetzt erst geguckt habe. Film hat meines Erachtens nur ein Problem. Am Anfang weißt du halt noch nichts über deinen Charakter und denkst, ah, okay, der ist Otto Normalbürger, der tickt jetzt aus. Hast anfangs auch noch so ein paar Sympathie von, aber das kippt halt nur, ja, weil du halt dann klar wird, das ist kein Otto Normalbürger, das ist einfach nur ein Psychopath, ein cholerischer. Und das ist halt innerhalb seiner Dinge, wo er austickt. ist aber gut gemacht, der Film. Michael Douglas spielt das auch richtig, richtig gut. Im Neuen shiftet es halt dann halt auch mehr zu der Polizeiarbeit, was dann auch nötig ist, weil er ist halt dann der Hauptcharakter, Keso Sympathieträger mir. Und dem müssen wir noch ein bisschen auftanken. Das geht so nicht. ja, war in Ordnung, der Film. Kann man machen. Schöner neuer Film. Würde ich nichts dagegen. Dann hatte ich noch ebenfalls auf Prime geguckt, ist auch also kostenlos dabei. Christmas Bloody Christmas. Das ist ein Film von 2022, also relativ aktuell. So ein Slasher. Spielt auch an Weihnachten. Und da geht es prinzipiell um so eine, ja, so Weihnachtsroboter, der Amok läuft und Leute killt. Anfangs ist es halt noch ein ganz normaler Nikolaus, also du erkennst ja auch nicht großartig, dass das jetzt eine Puppe sind soll oder so, oder auch Roboter. Das ist einfach nur ein Typ im Weihnachtsmannkostüm. Gegen Ende vom Film ist dann ersichtlich, dass es ein Roboter ist mit ordentlich Funkenschlag und ja, die Kills sind recht derbe. Also das ist, die Effekte sind handgemacht, das ist schon okay. Nur ja, die Charaktere. Nur die Hauptfigur kriegt ansatzweise etwas wie eine Charakterzeichnung. Alle anderen Charaktere sind einfach nur flach und die Gespräche, wo die drücke, das ist furchtbar. Es geht wirklich nur ums Ficke, um sonst gar nichts und ums Saufe. Und das alles in Dialoge, wo sich wahrscheinlich auch ein drittklassiger American Pie Klon dafür schämen müsste. Also es ist wirklich harte Kost. Also, da haben sich nicht viel Mühe gegeben. Sagen wir es mal so. Ist er noch logisch, ist er auch nicht gerade. Ach, der Lava ist immer, ja, wir können bei mich gehen, können noch, keine Ahnung, was saufen und dann rummachen, aber wir müssen leise sein, weil die Schwester ist da und ihr Freund und die schlafen. Was machen sie, wo sie rinkommen? Das erste, was sie machen, platt auflegen, die Lautstärke voll aufdrehen und rummachen, das Sache von Ben fliehen. So zum Thema, wir müssen leise sein. Dann merkst du halt, ist doch überschaubare Budget, weil das ist einfach Geisterstadt. Er bemüht sich zwar so ein bisschen Weihnachtsstimmung aufzubringen, so von Dekoration her, und es schneit auch. Der Schnee sieht aber total künstlich aus. Aber sonst, außer den Leuten, die gekillt wäre, ist niemand da. Keine Statiste. Könnte man das Werk Geisterdorf. Ja, aber der Film, mein Gott, letztlich ist das Ding einfach nur ein Slasher. Ja, das ist übrigens unser Codex-Eintrag. Oh, Eiswelt, große Atmosphäre. Neonreich, ne, geologisch nur. Uninteressant. Letztlich ist das Ganze halt einfach nur ein Slasher und die Kernkompetenz vom Slasher macht da doch recht gut. Sprich, es gibt Kills, die sind ziemlich blutig auch und guck mal, was mir hier. Schönes Pärchen, wo ich hier gefunden habe, oder? Ein roter Riese und noch ein S-Stern. Haben wir auch noch nicht. Finde ich gut. So, fliegen wir zuerst zum roten Riese. Den haben wir zwar schon, aber vielleicht ist er unentdeckt und ja, wenn man sowas mitnehmen kann, ist immer gut. Ja, also Christmas Buddy Christmas, wer auf Slasher steht, kann den durchaus gucken. Darf allerdings in puncto Figur eigentlich am besten gar nichts erwarten.
akte Schluss ist dann relativ charmant, wo es halt wirklich der Roboter ist. Das hat dann so dezente Mark 13 Hardware Charme. Falls den jemand kennt, Film von Richard Stanley aus der 80er. Oder? Ende 80er müssen es eigentlich sein, ja. Ja. Kann man als Sascha, kann man das machen, auf jeden Fall. Ja, das war dann 23. Das neue Jahr habe ich mit meinem Lieblingsfilm angefangen. Endlich nochmal Jay and Silent Bob Strike Back. Ist dann dazu nichts weiter, außer ich liebe alles an dem Film. Eliza Dushku spielt mit, ist auch noch so Grund. Der Soundtrack ist super, die Musik, wo drin ist. Jay and Silent Bob sind eh super. Ach, ich liebe den Film. Der ist einfach wahnsinnig gut. Ich kann da zwar schon mitsprechen, aber egal, die Dialoge sind so geil. Allerdings nur O-Ton. Ich habe auch nur die englische Scheibe von dem, weil ich habe nur die deutsche Synchro gehört. Funktioniert überhaupt nicht. So, Roter Riese, 30 Sonnenrate. Ja, das passt. Ist sogar unentdeckt. Das ist noch besser. Oh, Uftange könnte man noch. Ja, da könnte man den Bookmark wegmachen. Uftange, Pflicht. Genau. Und dann gab es noch gestern Abend, also bei mir gestern, das wäre dann, gestern ist der 2. Januar. Gott, wie hieß er? Totally Killer, ebenfalls auf Amazon Prime. Das ist sogar ein Film von Ledger. Das Slasher, ja, prinzipiell in so einer kleinen Stadt, kennt man ja, die ist eigentlich nur berühmt dafür, dass es vor 30 Jahren eine Mordserie gegeben hat mit dem Sweet 16 Killer, der einfach nur Highschool-Schülerinnen gekillt hat und die jeweils mit 16 Messerstiche. Und genau. Und plötzlich geht es halt weiter mit der Kill-Serie. Also die Mutter von Anna wird gekillt. Und der Killer hat dann auch auf sie abgezogen, also auch Schülerin in dem in heute quasi. Und die flüchtet dann mit Hilfe einer, unfreiwillig eher, mit Hilfe einer Zeitmaschine. Also es ist ein bisschen, also es ist kein, naja, gut, bei Slasher realistisch zu sagen, aber es ist halt ein bisschen abgedreht. Mit einer Zeitmaschine, die dann halt doch funktioniert, flüchtet oder unfreiwillig ins Jahr 87 oder wann, kurz bevor die eigentliche Mordserie angefangen hat. Und das ist halt auch der Gag von dem. Das ist quasi so eine Mischung aus zurück in die Zukunft um Slasher. Das Ganze im Blumhouse-Stil, weil der Film ist von denen. Mit viel Meta natürlich. Ja, kann man machen. Kann man machen. Ist nicht so schlecht. Hat durch das Zeitreisegedöns hat er ein paar schöne Twists dabei, die ganz gut sind. Okay, weil Logik muss man dann grundsätzlich bei den Filmen eh nicht nur denke. Ja, hat die Kills sind jetzt nicht so. Moment, alle zwei Objekte gescannt. Genau, wir sind hier fertig. Kills sind jetzt nicht sonderlich originell, aber hart. Also so Ghostface-like mit dem Messer. Und das tut schon weh, so wie der die Rinn rammt. Das ist schon okay gemacht. Als Slasher funktioniert das Ganze, kann man nichts sagen. Hat, wie gesagt, weil die paar Gags drin, der 80er Atmosphäre ist okay. Hat schöner 80er Soundtrack, ist auch Let's Music Play von Shannon ist dabei, das gab dann immer Sonderpunkt. ja, was halt nicht ganz gut ist, ist halt dieses neuer Codex-Eintrag, Riesen der Spektralklasse S. Das ist diese Moralkeule, wo du mitschwingt, weil da übertreibe es ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, ob das auch witzig gemeint ist oder weil mir bis all, die mal das noch aktiv erlebt haben, die 80er, da war das nicht so wie heute. Da konnte ruhig eine Fußballmannschaft, die Red Indians sind, und Kenner hat sich was dabei gedenkt. Heutzutage muss natürlich immer ein Kommentar abgewehren, wie rassistisch das ist. Oder auch die Verhaltensweise von Domuls. Ja, es stört ein bisschen. Als ob man bei manchen Sachen nicht auch heute wüsste, dass das scheiße war.
aber man muss es halt nicht ständig kommentieren. Vor allem ist es halt immer einfach, eine Dekade zu kommentieren, die man nicht selbst erlebt hat. Weil der ganze Zeitgeist und so. Und ja, mein Gott, man hat es halt nicht anders da gewusst, sagen wir es mal so. Hier gibt es was zu scannen, auch ein terraformierbarer Planet. Aber ja, so insgesamt, da hier noch der Stern, 30 Sonnenradie, ist okay, also Standard. Der Film ist nicht schlecht, kann man, würde ich jetzt definitiv nicht sagen. Hat schon seit Dinge, das muss man halt so ein paar Sachen ignorieren, aber ja, so richtig witzig ist er halt auch nicht. Er kommt halt bei weitem nicht an die Dinge ran wie Happy Death Day oder Freaky, auch von Blumhouse. Das war dann, die sind definitiv klar besser, aber schlecht ist er auch nicht. Kann man als Slasher schon mal machen und so. Ich meine, die Idee, so zurück in die Zukunft mit Slasher, es ist auch nicht die schlechteste. Also es sind die typischen Dinger drin, wie bei Zurück in die Zukunft, dass sie halt dann auf ihre Mutter und ihr Vater als Jung trifft. Damals halt noch mit komplett anderen zusammen. Und dass sie halt auf die ganze Leute trifft, die sie aus der Schule kennt und so. Oder halt in dem Ort kennt, nur halt in ihrer jungen Version. Das ist halt teilweise recht witzig und ja, kann man schon machen. Und vor allem, wenn da halt ein Prime drin ist und man einfach so gucken kann. Genau, das war so das Update. Mal gucken, wenn ich heute Abend, wenn ich mich traue, ich weiß noch nicht, ob ich es durchziehe, dann gucke ich heute Abend Moonfall. Der vom Emmerich, der neueste. Ich befürchte nur, ich muss mal wahrscheinlich nicht nur Bier bereitstellen, sondern wahrscheinlich auch noch Schnaps. Das wird wahrscheinlich schon ziemlich zum Haare raufen sind, würde ich annehmen. Ich meine, gut, so Katastrophenfilme hat der Emmerich ja mal gekonnt. Insofern, mal gucken, wie ich Bock kann. Ich muss jetzt noch ein bisschen mit Prime ausnutzen, weil, falls das noch nicht mitgekriegt hat und Prime, wenn er Prime, oh Mann, Verlust der deutschen Sprache, oh mein Gott. Wenn er Prime habt und du auch ab und zu mal streamen tut, da wird sich was ändern, wahrscheinlich im Februar, dann wird es teurer, wenn man bei den Filmen, die in Prime inkludiert sind, wenn man doch keine Werbung will. Also momentan kannst du die Filme in Prime drin sind, kannst du kostenlos gucken, einfach so, passt. Ab Februar wird dann sehr wahrscheinlich Werbeunterbrechungen drin sind, es sei denn, man bezahlt halt nie. Die anderen Filme, für die man eh dienen muss, die wird das, ich glaube, nicht betreffen, das ist nur für die, die in Prime drin sind. Ich finde es absolut scheiße, weil, come on, ey. Das ist der Punkt vom Streaming, dass keine Werbung drin ist. Ansonsten kannst du ja gleich warten, bis im Fernsehen komme. Okay, nicht ganz, kniet dann halt. Aber, keine Ahnung. Deshalb werde ich jetzt noch ein bisschen ausnutzen, solange es drin ist, weil ich glaube nicht, dass ich das Geld bezahle. Dann warte ich lieber, bis sich irgendwo was angesammelt hat. Und holt man dann halt mal im Monat Netflix oder Disney oder whatever und tun die halt dann mal komplett runterziehen, was sich so angesammelt hat. Aber das mache ich wahrscheinlich nicht mit. Kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, man kann das wirklich monatsweise mal kurz kündigen oder nicht. Dann kann man warten, da hat sich was angesammelt, holst das halt, guckst runter. Aber das weiß ich momentan gerade gar nicht. So, das müsste eigentlich reichen. Das war gut. Und dann war es das auch schon mit den Bookmarks, glaube ich, oder? Ja. So, aber fertig sind wir noch nicht, denn wir müssen mal gucken, was geht noch hier, weil ihr seht schon, das ist jetzt schon zum Beispiel 106 Lichtjahre entfernt und hier sind jetzt so viele Sterne. Da wäre halt die Frage, was können wir hier noch machen? Und wenn überhaupt, weil wenn ich hier jetzt so ein bisschen rauszoome, runtergehen, da ist schon noch was. Da geht schon noch, da sind schon noch Dinger da. Die Frage ist, kommen wir mal da hin? Oder ist hier auch was Interessantes, wo man hin müsste? Hier ist zum Beispiel
Da ist es halt so, Kryptos sollte man halt nur Möglichkeit nicht hinspringen, weil hier in Denne 4 ist nichts, wo man auftanken kann. Die Frage wäre halt, kann man denn da erreichen? Ja, das geht sogar. F-Stern. Und dann kann man sogar recht gut erreichen. So, F-Stern, wir gucken mal. Warte mal, der ist dann 155 entfernt und der, das könnte sogar noch funktionieren, da kommen wir noch hin. E, C und M. So, guck mal, da wären wir jetzt bei 1760 grob. 1750 und hier ist schon mehr oder weniger Zappe. Hier ist zwar noch was, aber wird schon hier hinkommen. Okay, gut, ein Neutronenstern. Silbersprünge, wow, sogar plottbar. Ich bin überrascht. Sogar A-Stern in der Nähe. Ach, das ist hier relativ okay noch. Hätte ich nie gedacht. Aber hier unten seht ihr schon, da ist nämlich so viel. Oh. Oh, das ist natürlich interessant. Kämen wir hier hin? Wow. Wow. Neutronenstern. Das ist halt ein bisschen grenzwertig. DB. DB haben wir noch nicht. DB wäre interessant. Warum wir plotten mal hier hin? Da müssen wir uns natürlich angucken. Kommen wir da hin? Das gut aus. Das ist auch okay. Ja, locker. Oh ja, ich würde sagen, da fliegen wir hin. DB nehmen wir mit. C. Ja, das ist okay. Das ist gut. Da, wenn wir schon mal hier sind, gucken wir noch ganz kurz. B haben wir schon. DAV haben wir denn schon, ich glaube. Und andere Kohlenstoffsterne haben wir hier nicht. DB, auch DB, man holt eine andere. Das ist schon okay. Die A, die C. Ah gut, hier sind wir wieder hoch. D, A, B haben wir denn schon? Ich weiß es nicht. Ich markiere einfach mal. Kann man nur noch hinfliegen. Ja gut, jetzt sind wir wieder auf 1400. Da ist natürlich einiges. D, C, V. Was war das? Ich habe gerade nicht aufgepasst. D, A. So, aber mal hier gucken, haben wir hier irgendwas, wo man schreien würde, Riesenstern. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Aber wir haben auf jeden Fall eine Route geplottet. Das wird interessant. Da kommen wir noch mal ziemlich weit nun. Ja, da halten wir mal acht, dass wir auch wirklich an. Guck mal hier. Das wird immer auch schon angenehm. Dass wir irgendwo hinfliegen und wir sind fast nur schwarz. Das ist nochmal eine kleine Abwechslung da gegenüber im Zentrum. Hier noch definitiv ein bisschen umgucken, mir viel zu dem weißen Zwerg, wo wir markiert haben. Dann schauen wir mal, was noch geht, wo man noch hinkomme. Oder vor allem auch natürlich, ob der Bereich, wo wir jetzt hinfliegen, ob der halt wirklich auch erkundet ist schon. Das wäre auch interessant. Also, hier ist sonst nichts.
Auftanken nicht vergessen. Oh, und nicht vergessen, dass wir auch schon wieder 25 Minuten haben. Interessant. Ich glaube, Endsprung machen wir noch. Endsprung geht noch. Wie viel hätte man eigentlich? 8, ja, gut. Ist ja relativ im Zickzack. Ja, man sieht schon die Sprünge, Reize, die Reichweite nicht ganz aus. Und ja, man könnte auch die Filter auf der Galaxiekarte natürlich nur auf tankbare Sterne setzen und dann Route planen. So ist man dann halt offen mal sicher, dass auf jeden Fall was passt. Ja, und dann nicht vergessen, man könnte auch einen Neutronensternflieh aufladen. Aber da muss man halt immer sehr gucken, kommt man immer zurück. Ist ein Neutronenstern da, mit dem man immer zurückkommt. Kann doch schief gehen, wenn man da nicht aufpasst. So, 18 Stück. Ja, ja mei, da müssen wir es wohl noch scannen. Weil alle mit der Zahl kann ich euch ja nicht gehen lassen. Das geht ja nicht. Ich wollte doch sicher wissen, was es hier gibt. Oha. So, was haben wir denn da? Nicht so viel. Eine Eiswelt, vereister Ring. Heißt, Scheinerzen, wenn ich Pocket, nee, nur ohne Licht, nee, hier lassen wir das Ring scannen, das machen wir, wenn wir da oben sind, so eh auf dem Weg vom Carrier. Jawohl, eigentlich. Nee, komm, ich habe die Route schon geplant. Nee, lass mal so. Passt. Passt. Gut, wir haben es dann für heute. Beim nächsten Mal geht es weiter nach unten. Oder vielleicht sind wir schon unten. Muss ich mal überlegen. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein super Wochenende und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.